Also zum Glück haben wir noch keine Nichtschaupolizei. Ich finde schon. Also man darf sie natürlich sehen, und zwar auch unter moralischen Gesichtspunkten, weil wenn jemand Fußball interessiert ist, wie ich zum Beispiel, ich glaube, dann muss man sie sogar sehen, weil ich ja sonst auch gar nicht bewerten kann, wie der Leistungsstand augenblicklich ist. Und ich muss auch sagen, die Spiele an sich sind ja zum großen Teil auch wirklich sehr spannend und erfrischend. Also von der Warte her darf man sie nicht nur sehen, sondern man kann sie auch ganz gerne sehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, zumal es ja nichts ändern würde. Also das Angebot ist ja da, die Verträge sind gemacht, wie man so schön sagt. Ich glaube, der Kardinalfehler liegt darin, dass man nicht frühzeitig versucht hat, es zu ändern. Also ich bin da nicht repräsentativ, weil ich natürlich, sage ich mal, durch meine Ausbildung, die irgendwie vor mehr als 40 Jahren begonnen hat, dann auch ein bisschen infiziert bin. Normalerweise würde ich sagen, es lohnt sich, den Radiokommentar anzuhören und vielleicht das Fernsehbild, wenn man es dann gleichzeitig noch hat, dazu zu nehmen. Aber mittlerweile ist das ganz schwierig. Also ich sage mal so, es waren früher schon andere Kriterien an die Berichterstattung, auch im Radio. Und die war ein Kunstwerk für sich in der Regel. Und heute ist es doch sehr informativ. Und da das so informativ ist, ist es und emotional, vor allen Dingen informativ und emotional, da kann man sich, glaube ich, auch selbst ein Bild bilden. Deswegen schaue ich in erster Linie Fernsehen. Ich glaube, man hat gesehen, gerade im ersten Spiel auch gegen Japan, dass wir sehr gut ausgebildete Spieler haben. Also zum Teil sogar außergewöhnlich gute Spieler. Ich bin ein großer Fan von Musiala. Er ist 19 Jahre, deswegen kann man gar nicht sagen, wohin die Entwicklung geht. Aber fußballerisch ist er ein absolutes Ausnahmetalent. Also wenn da die Persönlichkeitsentwicklung noch ein bisschen mit Schritt hält, und im Augenblick habe ich tatsächlich den Eindruck, dass das besser läuft als bei manch anderem, dann werden wir mit ihm auch den nächsten großen Weltstar haben. Und zwar eben auch einer, der die Ausstrahlung hat und der vielleicht dann hoffentlich auch irgendwann mal ein bisschen was zu sagen hat. Also sag mal, fußballerisch ausgebildet sind die alle gut. Man sieht aber im Umkehrschluss auch, wenn eine Mannschaft wie Japan ein ganzes Spiel 120% gibt und mit einer Euphorie dabei ist, die dann schon auch über das normale Maß deutlich hinausgeht, dann muss man auch schon genauso dagegen halten, um beispielsweise so dieses erste Spiel dann zu gewinnen. Ich hatte so den Eindruck, gerade sehr deutlich für mich geworden beim zweiten Gegentor, dass man sich auf seine Qualitäten dann auch gerne ein bisschen zurückgezogen hat. Was nicht nur schlecht ist übrigens, weil wenn man Weltmeister werden will, kann man, Japan für meine Begriffe, kann deswegen schon kein Weltmeister werden, weil die können das Programm nicht durchhalten bis zum Finale. Oder Marokko genauso, tolle Fußballer und auch großer Einsatz und sehr begeisternd, aber das über so ein ganzes Turnier, glaube ich, wird schwer. Aber da so einen guten Mittelweg zu finden, ist nicht so ganz einfach. Und die deutsche Mannschaft ist da in ihre eigene Falle getappt, finde ich. Und hat aber ja noch die Möglichkeit, das auszubügeln. Immer noch ein Problem damit. Also es kommt ja nicht auf uns an. Deswegen ist es eigentlich egal, ob wir im Winter sind. Aber ich habe schon noch ein Problem damit, dass doch in einer Jahreszeit, in der man sich anders akklimatisiert hat, dort nicht nur Sommer ist, sondern es phasenweise auch extrem heiß ist. Ich glaube, das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass es hier und da ein bisschen Wettbewerbsverzerrung gibt. Vielleicht ist das auch, also nicht als Entschuldigung, aber vielleicht ist das schon auch ein Grund mit dafür, warum die deutsche Mannschaft versucht hat, in dem ersten Spiel ein bisschen Gas rauszunehmen in der zweiten Halbzeit. Also bei den Temperaturen Fußball halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig sinnvoll. Insgesamt schwächen wir natürlich insofern auch mit diesem ganzen Konstrukt oder haben unser Problem damit auch völlig zurecht, weil die Diskussion darum ja doch sehr stark vom Fußball ablenkt. Und man möchte ja eigentlich auf der einen Seite immer Länder, fremde Sitten kennenlernen und sich damit auch auseinandersetzen können, finde ich immer sehr wichtig, geschieht für meine Begriffe in der Regel viel zu wenig. Aber in diesem Fall lernen wir ja gar nichts kennen, sondern wir diskutieren jetzt darüber, was wir eigentlich schon wissen. Nochmal, das hätte man von Anfang an gleich unterbinden können und müssen, weil es überhaupt gar keinen Grund gab,
diese WM dahin zu geben nach Katar. Es gibt keine Fußballinfrastruktur, es gab bis vor kurzem auch keine Frauennationalmannschaft, die vorgeschrieben ist. Dann hat man sie kurz installiert, aber die ist längst verschwunden. Es gab keine Temperaturen, die sinnvoll dafür waren. Es gab auch noch gar keine Stadien. Und was überhaupt das letzte Argument für die FIFA ja immer ist, bei solchen Gelegenheiten, es gab auch keinen Markt. Also nicht etwa, dass man sich da einen neuen Markt erschließen würde. Insofern alles unglückliche Vorzeichen. Ich habe jetzt so viele Mannschaften gesehen, die mich wirklich auch angenehm überrascht haben, aber ich habe eben auch gesehen, dass von diesen Überraschungen, also die richtig mitreißend gespielt haben, manche doch so über das Ziel körperlich hinausgeschossen sind, dass ich nicht glaube, dass die ganz bis zum Ende durchhalten. Mhm. Deswegen glaube ich, das wird einer der Arrivierten. Ich war vor der WM ziemlich sicher, dass mindestens Brasilien eine große Rolle spielen wird und fühle mich nicht nur bestätigt, weil so im Spaziergang hat das bisher nicht funktioniert, aber ich halte sie trotzdem für eigentlich, ist also mein Favorit. Bin sehr überrascht über die Spanier, die doch in der Konstellation relativ neue Mischung haben, aber gerade im ersten Spiel unfassbar schön Fußball gespielt haben und auch sehr effektiv. Und auch im zweiten Jahr eine harte Nuss waren für die deutsche Mannschaft. Also die könnte ich mir auch noch weit vorstellen. Die Franzosen sind nach wie vor, kann man nicht aus dem Fokus lassen, schon allein, weil Mbappé wieder Vollgas gibt und so schnell ist, dass der schon auch öfter mal den Unterschied machen kann. Also wenn es von den dreien nicht einer ins Finale schafft, dann habe ich völlig daneben gelegen, was jetzt keine Überraschung wäre, weil in der Bundesliga beim Tippen mich im Augenblick mich auch immer irre, weil man ja auch da überrascht ist, dass eigentlich die, die das Potenzial haben, es dann doch nicht so immer auf die Straße bringen.